Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute reacten wir mal auf Blockbuster Video Store, also Videothek damals, aus dem Jahre 1993. Das Video geht ganze 6 Minuten, aber jemand hat damals seinen Besuch in dieser Videothek videotechnisch festgehalten, ne? Wenn man ja bedenkt, wie lange das her ist. Es war 2 Jahre vor meiner Geburt. Beziehungsweise ist das Ganze jetzt mittlerweile ja 31 Jahre her. Das ist geisteskrank. Und guck mal einfach mal rein, was es da so Schönes zu bestaunen gibt. Was ich da ganz cool finde, ist der Fakt, dass ja das im laufenden Betrieb war. Also dementsprechend Kunden und Verkäufer kann man auch alle dort sehen. Ich habe mal kurz reingeguckt und fand das sehr, sehr interessant. Schauen wir einfach mal rein. Mal die Kamera mal ein bisschen mittiger stellen. Da seht ihr es noch im schicken Anzug hier, die junge Verkäuferin. Wenn mal was Interessantes haben, können wir mal stoppen. Aber so ist das damals gewesen. Da guck dich einfach mal diese ganze alte Technik an. Die kleinen Kiddies natürlich, ne? Haben sich natürlich gefreut, sich was Neues aussuchen zu dürfen. Damals, als es noch kein Netflix gab. Das Besondere an Videotheken war auch der Faktor, dass man halt auch ja, Videospiele unter anderem sich da ausleihen konnte. Für ein Wochenende oder für einen Tag oder so hat man dann immer was bezahlt und konnte sich die Sachen halt ausleihen. Und guck mal, du siehst da, ne? Auch wenn man es jetzt gerade schlecht erkennen kann, aber man sieht, das sind, glaube ich, Super Nintendo-Spiele, ne? Jede Menge VHS-Kassetten. Ja, das Kind müsste jetzt auch schon, keine Ahnung, Mitte 30, Ende 30 sein, ne? Das ist krank eigentlich, ne? Der Verkäufer beim Einräumen der Ware. Damals waren ja auch CDs noch gar nicht wirklich in und im Kommen. Damals gab es nur Videokassetten. Blockbuster-Video. Ich setze mal mein Mikrofon mal wieder in mein Ding rein. Ist natürlich jetzt hier an der Stelle ein amerikanischer Store. Aber es ist wirklich mal interessant zu sehen, ne? Weil es ist halt, es sind bewegte Bilder, es ist halt. Geschichte. Tatsächlich. Wird die Frau erstmal gestalkt. Aber krass, wie gut die Kameras eigentlich 1993 schon gewesen sind, ne? Das ist Wahnsinn, oder? Die Leute sind alle auch schon über 60 wahrscheinlich. Das ist Teenage Mutant Ninja Turtle, ne? Sehe ich gerade. Ist ja auch cool. Wahnsinn. Scheint gut weggegangen zu sein, weil wirklich ein ganzes Regal voller Teenage Mutant Ninja Turtles natürlich der Wahnsinn, ne? Also was? Das, guck mal, wie die damals alle durch den Laden gelaufen sind hier. Ein Plakat zu Home Alone 2.
Ja, krass, ne? Und ich bin selber ja wirklich damals Videotheken. Kind gewesen, ich habe es selber noch miterlebt und habe mir damals für die PlayStation 2 sehr oft Budokai Tenkaichi, also Dragon Ball, ausgeliehen. Ich habe mir eigentlich immer nur Spiele ausgeliehen. Müsste Mitte der 2000er sogar gewesen sein. Also es ist mittlerweile ja auch schon. Ja, ich kann's eigentlich sagen, 20 Jahre her, ne? Die guten alten Plastiktüten. Ja, das wird alles aussterben. In 10 Jahren gibt es keine Videothek mehr. Da geht er dahin. Es ist wirklich, also das so zu sehen, in bewegten Bildern, das ist, davon gibt es auch irgendwie einen Teil 2, der geht 2 Minuten. Ich, keine Ahnung, ob ich den auf Anhieb finde. Dann können wir da auch gerne mal gleich mal reinschauen. Ich hoffe, ich bin lauter als, müsste ich aber eigentlich, ne? Als das Video an sich. Hero. Auch vieles, was ich gar nicht kenne. Muss ich gestehen. Tom Cruise. In seinen jungen Jahren. Ich meine, sieht er jetzt immer noch fresh aus mit 60? Im Prinzip, ach ja, mehrfach wiederholt. Musicals. Okay. Alles schön sortiert natürlich. New Releases. Alles auf VHS-Kassette. Würde mich einfach ultra mal interessieren. Ich meine, man sieht es ja jetzt, wie es damals halt so gewesen ist. Im Prinzip ja eigentlich nichts anderes wie heute. Man kann sich das jetzt auch besser vorstellen, wenn man das Video jetzt so vor Augen hat. Aber was würde ich dafür geben, einmal ins Jahr 1993 zu reisen und selber mal irgendwie für eine halbe Stunde mal so eine Videothek zu betreten? Einfach dieses Gefühl anzufangen. Das ist bestimmt recht interessant. Und da endet das Video schon. Schnelle und kostenlose Lieferung. Unwiderstehliche Unterhaltung. Um nur 8,99 € pro Monat. Ich finde den Moment. Ich müsste mal kurz gucken, ob ich den zweiten Teil auch nochmal finde. Guck mal rein, ob wir dazu noch was finden. Wenn wir schon mal dabei sind. Ja, das ist Part 2. Gucken wir da auch nochmal rein. Auch wie der einfach die Kassiererin so über den Tresen gefilmt hat, ne? Hochinteressant.
ich finde das krass. Im Prinzip, dieser Laden besteht einfach nur aus Kassetten, ne? So, aber geil, wirklich groß und geil sortiert, ne? Und er halt, läuft damit zum Anzug rum. Das ist natürlich auch ein Bild. Guck mal, da ist er schon wieder. Ja, aber... Ach, das sind Zusammenschnitte da, das eben gerade wurde das eben schon mal gezeigt, ne? Vor allen Dingen, die Kassierer, die denken sich ja auch nichts dabei und der Verkäufer, wenn die da einfach mal gefilmt werden, das ist... Die wird gar nicht darauf reagiert, irgendwie. Tatsächlich. Oh, wow, 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 wow. Hat er fallen lassen, der gute Herr. Guck mal, hier haben wir doch auch noch was. Da kommen wird doch gleich irgendwas Spannendes kommen. Ja, oh, guck mal, das riecht voll. Volle Hütte. Über Süßigkeiten, das ist sogar M&M's, ne? An der Kasse. Was das hier ist, gar keine Ahnung. Alle im Anzug. Kannst du sogar deine alten Sachen, die du geguckt hast, hier abgeben? Ist ja auch interessant. Ach, hier in der Kasse ist das. Mittlerweile, ich finde das halt so krass, mittlerweile interessiert sich einfach keiner mehr für VHS-Kassetten. Aber damals war das gängig, dass man das irgendwie damit gehandelt hat. Das ist sehr kurios. Naja, wie dem auch sei, war mal ganz interessant und ich hoffe, es hat euch gefallen, so die kleine Zeitreise. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.